Ja, herzlich willkommen zum zweiten Spiel des Halbfinals. Das erste Spiel hat Tobias leider verloren gegen das Vorkaller-Blatt-Deck von Tom. Ja, aber jetzt ist ja Tobias on the play. Was meinst du? Hat er da höhere Chancen, das Spiel vielleicht an sich zu reißen? Auf jeden Fall. Also anzufangen ist gerade im Highlander-Format immer extrem wichtig, aber gerade Scapeshift, wo so schnell wie möglich auf 7 Länder kommen will, bevor es umfällt, ist natürlich schon ein großer Vorteil hier. Gibt es hier ein Deck im Highlander-Format, wo du sagst, es ist auch okay, mal nicht anzufangen? Mir fällt keins ein, sage ich dir ganz ehrlich. Also Vielleicht sowas wie ich jetzt. Reanimator, wo man discarden will, aber das kann man ja auch Ja, vorher das beschließen. wäre die einzige Möglichkeit, aber selbst da fängt man, glaube ich, einfach an. Jetzt sehen wir die Starthände von den beiden Spielern und sieht eigentlich ganz okay aus auf beiden Seiten. Ja, Tom hat gleich 2 Disruption-Karten in Form von Duress und Tide Hollow Skaller. Das sind genau die Karten, die er eigentlich sehen will gegen Decks wie Scapeshift. Und Tobias, ja, er hat Länder, bisschen viel, 5 Stück, ein Rift. Ja. Oh, das ist schwer. Ist schwer. Was ist das für eine grüne Karte? Kennst du die? Die, nicht die Das Witness, sondern ist, glaube ich, ein Ramp-Spell. Mir fällt der Name nicht ein, aber es. Three Visits oder sowas? War das das sogar? Ich weiß gar nicht. Es sah nach Ice Age aus, also Also nicht. nicht kein 3 Visits, aber der Effekt ist derselbe. Also irgendwie Ja, es zweimal. ja, vermutlich habe ich mich blenden lassen von den ersten Händen. Aus dem ersten Spiel, wo sie beide wenig Land hatten und dann Mulligan nehmen mussten. Weil ich gesagt habe, dass es jetzt eigentlich ganz okay aussieht. Vermutlich war es wirklich zu wenig Action auf Es Tobias war, Seite. glaube ich, wirklich zu wenig Action, ja. Wie gesagt, er kann wieder 7 neue ziehen. Kein Grund, da irgendwie eine Hand zu halten, die schlechter ist als die Average 7. Also. Wie siehst du Tide Hollow Skaller? Also ich habe oft auch ausprobiert und am Anfang war ich noch so ein bisschen, naja, wenn er removed wird, dann hat er ist der Effekt irgendwie, wenn der Gegner zum Beispiel zwei Removal Spells auf der Hand hat, dann nimmt man einen und der andere kommt zurück. Also Discard und Removal Spell ist die Karte im Prinzip für zweimal. Ja, meinst du generell oder im Blood Deck Ne, speziell? generell jetzt, also. Also generell finde ich die Karte super. Ich meine, 2 Mana, 2/2, wo irgendeine Karte rauszieht aus der Hand. Mir Ja, also ich spiele sie jetzt gefällt auch das. mittlerweile im Blatt. Ich bin auch, hab auch, war vermutlich so eine Erfahrungssache, dass ich gesagt habe, naja. Dann spielt man die und wenn man Pech hat, dann macht die Karte nicht so viel, weil sie eh wieder removed wird, dann kriegt er die Karte wieder. Aber er hat ja den Removal Spell dafür geopfert, sozusagen. So, na, das sieht doch schon besser aus. Personal Tutor, wo vielleicht mal an das Scapeshift rankommt oder was auch immer, ein Ramp-Spell und ein Discard-Outlet. Okay, ein Discard-Spell. Ja, der Discard Spell ist hier gerade gegen Toms Hand auch ziemlich gut, weil man dann vermutlich den Tide Hollow Skaller nehmen kann. Nicht annehmen, falls der nicht. Oder das Oder? Das Duress. Rest, das ist halt die Frage. Also, man will vielleicht eher, weil sowieso was Ich aus will der das Hand Duress, entfernt wird. weil. Ich meine, Skala kostet 2 Mana. Er hat 4 Karten, die er dann 2 spielen kann. Und so nimmt er nur den Ja. einzigen One-Drop. Ich denke, das ist ein klares Duress. Okay, ja. Ja, dann hat man vermutlich auch noch Zeit, sich. Kann halt noch ein Spell mehr spielen, wenn man jetzt Duress nimmt. Weil er dann Ja, auch ja. noch ankommt. Ja, genau, stimmt, hast recht. Er timeboxt die dann quasi, also wenn er keine Elfen oben zieht. Ja, sieht man hier gleich schon wieder den Effekt, on the play zu sein, wie wir gerade schon diskutiert haben, dass Tobias hier wirklich Tom den Turn 1 nimmt. Ja, drehen wir das Ganze mal um. Also Tom spielt Turn 1 Duress, nimmt seine Inquisition oder dein Tutor sieht schon wieder ganz anders aus. Dann sieht es richtig schlecht aus für Tobias, wenn dann Turn 2 auch noch der Tide Hollow Skaller kommt und vermutlich dann den Personal Tutor nimmt oder guckt, was danach noch kommt. Ja. Ja, stimmt. Dann lässt er ihm einfach die Inquisition auf der Hand oder so. Oh ne, nimmt er raus. Ja, um den Skala zu. Richtig. Genau, also mit The Rest and the Acquisition. Okay, Land go. So. Das hat schon mal funktioniert. Ja. Ah, hier. Interessanter Draw.
Honda nicht schlecht. Nicht Cat-Caps schlecht, sind nicht immer gut. schlecht. Ja, spielt man jetzt hier das Ponder schon oder will man erstmal hier. Ja, klar. Gibt keinen Grund, keinen Ponder zu spielen. Man könnte einen Counterspell bluffen an der Stelle, aber. Was sehen wir hier im Ponder? Treasure Cruise. Und zwei Und Ramp-Spells. zwei Ramp-Spells. Einmal Edge of Autumn. Und was ist das? Into the North oder so? Ja. Also als Treasure Cruise will er wahrscheinlich noch ein bisschen verstecken in der Bibliothek. Ich denke, man kann das auf jeden Fall halten. Ja, genau, Und also er hat nicht ja auch das die Treasure Möglichkeit. Cruise direkt ziehen, weil er ja weiß, dass Skala kommt wahrscheinlich nicht so runter. Also das bisschen verstecken, und das macht er auch. Okay. Ja, Tom hat jetzt ja viele Optionen. Mal gucken wir, für was er sich entscheidet. Denke, er spielt jetzt Skala ganz einfach auf Board, weil das Rest wurde ja schon weggenommen mit der Inquisition. So, ich denke, dass ich vielleicht irgendwas dazu verbergen. Darum denke ich einfach, er will jetzt erstmal wissen, was Sache ist. Ja, hier auch bei Forkala Blood ist immer so ziemlich interessant, wie man denn fetcht, gerade am Anfang des Spiels. Jetzt Ja. hier nicht so schwer. Ja, Aber, na, er muss ist nicht sich so jetzt hier schwer, schon aber genau entscheiden. die zwei Länder hätte ich nicht gefetcht, weil mit einer Lightning Helix, obwohl er hat noch ein Flooded Strand. Okay, dann ist ja alles safe. Ja, Im Prinzip muss man nur genau. aufpassen, dass man eben Karten wie Vindicate oder eben die Lightning Helix, Oh. die auf der Karte casten kann. Und er spielt die Voice. Oh, das ist interessant. Okay. Ja, anscheinend gibt es hier irgendwelche Unstimmigkeiten über das Play oder so. Weiß ich nicht, was sie da gerade jetzt diskutiert haben. Auf jeden Fall hier die Voice und nicht der Skala. Ah, interessant. Vielleicht denkt er sich, wenn er nächste Runde in Skala spielt und er countert, kriegt er einen Token. Ja, er zieht das Treasure Cruise, spielt Cultivate. Genau. Ja, und das Treasure Cruise wird hier langsam auch ziemlich gut, weil er ja dann auch gleich noch diesen anderen Ramp-Spiel spielen kann. Vielleicht hat Tom auch taktisch einfach abgewartet, hat sich gedacht, er versteckt eine Karte im Topf, die er nächste Runde zieht. Darum hätte ich den Skala erst nächste Runde. Das ist natürlich dann sehr tricky gespielt. Dann wird der Plan aufgegangen. Das ist sehr gut gespielt, wenn er da um das Ponder. Kann man schon machen. Nicht, ja, kann man schon machen, also, aber es ist nicht, was man jetzt oft sieht. Also sehr interessant. Also wir haben uns ja auch schon dafür entschieden, dass man hier vielleicht hätte den Skala spielen können. Es ist kein Play, wo ich sage, man muss den Skala spielen an der Stelle. Wie gesagt, gerade aus dem Grund, weil eben vorher das Ponder war und Leute dann eben Sachen verstecken noch. Und er kannte ja den Skala. Er kannte den Skala und wusste wahrscheinlich, dass er diese Runde kommt. Ist es schon eine Option, einfach mal die Boys zu legen und den Skala eine Runde später zu bringen? Auch ganz interessant, man könnte ja auch, also was auch oft passiert, dass man in Response auf den Skala vielleicht ein Spell spielt, sowas wie Brainstorm oder so. Da ist natürlich dann die Voice auch sehr stark, wenn die im Spiel ist, bevor der Ja, Skala kommt. die Ka guten Karten verstecken in Response auf Discard-Spells. Das ist immer Ja. gut. Wenn ihr einen Token bekommt. Ja, nicht die beste Wahl. Okay. Jetzt hat er auch wieder die Option, Skala zu spielen oder eben ein Land zu vindicaten. Was natürlich auch super ist gegen Scapeshift. So ein Stone Rain für 3 Mana gegen Scapeshift. Gibt nicht viel, was da drüber kommt. Und das macht er auch. Hat die Gelegenheit, hier ein Spell anzubringen und nimmt das Land. Ja, und immer noch, dieser Skala ist immer noch super auf der Hand von Tom. Er ist auch absolut richtig, ja, das Vindicate zu spielen. Nächste Runde hat er 4 Mana, kann quasi 2 Spells casten. Also hätte ich auch die Ja, Möglichkeit genutzt. wie Das würde jetzt Mana. der. Erzählen?
dass man da so effizient wie möglich eben zu nutzen jede Runde. Wie würdest du denn den nächsten Turn gestalten? Also angenommen, er zieht jetzt noch ein Land oder so und hat jetzt die drei Spells zur Auswahl zu casten. Er hat ja schon das Land auf der Hand in Form von Flooded Strand. Genau, aber wenn er jetzt halt keinen relevanten Spell mehr zieht, dann hat er 4 Mana Ach und so. hat halt drei Spells, die 2 Mana kosten. Was würdest du Ja, dann ich würde ziehen? den Scala spielen und die Library. Die Lightning Helix ist ganz interessant. Ist eigentlich, man würde meinen, es ist nicht so gut gegen Scapeshift, weil er kaum Kreaturen spielt, aber es ist einer deiner besten Karten zum Das ist Beispiel. Er eine ist auf super 17 Karte. und Response auf dem Scapeshift, sich 3 Leben zu machen und quasi den Scapeshift-Effekt zu blanken und quasi zu überleben, ist natürlich großartig. Also ich würde Ja. die Lightning Helix slow rollen, jetzt den Scala spielen und die Library und dann, wenn es in die nächsten Züge geht, oder wenn der Gegner irgendwie auf 7 Länder kommt, versuchen, mir die Helix offen zu halten. Ja, also ganz, ganz starke Karte in dem Matchup. Gerade wenn man halt noch hohe Life-Totals hat, 17 oder so, gerade dann, wenn man da, wenn der Ja, Gegner denkt, perfekt. okay, Apex Stück. um einen Schaden habe ich ihn gekriegt und dann kommt Lightning Helix. Also es ist sogar eine Karte, wo man überlegen kann, wenn man Dämonic Tutor oder so hat, dass man sich einfach Lightning Helix holt und der Gegner weiß es nicht. Auf jeden Fall. Also, ich meine, Tobias weiß, dass gegnerische Deck hat keine Counterspells. Er denkt, wenn er die Scapeshift resolvt, hat er das Game. Aber da gibt es so kleine Tricks in Form von Lightning Helix oder eben Swords to Plowshares auf meine eigenen Kreaturen, Ja, die es nur vermiesen können. Okay. Aber jetzt hat er 5 Länder, also ich denke, hier spielt man einfach Scala und Thin Library. mal gucken, was er jetzt hier nimmt. Das sind mehr Ramp-Spells näher unten Tutor. Ich würde sagen, die Ramp-Spells scheiden erstmal aus. Davon hat er genug. Tutor oder Spells näher. Ja, ist Was halt die spielst du? Frage. Also, jetzt kann er halt noch seine Library spielen. Die Helix könnte dann gespellsnet werden, Ja, das ist ein bisschen gegebenenfalls. schade. Das ist natürlich so. Ah, Intervention mit der Helix, das wäre auch zu schön gewesen. Aber man muss, glaube ich, den Tutor nehmen an der Stelle. Ja. Ich meine, er geht auch Gefahr ein, hier nicht mit 7 Länder zu scapeshiften, sondern dass er vielleicht noch die Turn hat, um safe auf 8 oder sogar 9 Länder hochzugehen. Und da hilft ihm die Helix auch nicht mehr. Ja. Und das nimmt er, ja, er nimmt den Tutor. Ja, jetzt hier noch eine starke Karte bei Tom ist natürlich Kitchenfinks, die auch wieder ihn auf 19 dann bringt. Stimmt, noch mehr Live-Gain. Genial, natürlich. So generell Kitchenfinks irgendwie über die letzten Sets irgendwie ein bisschen schwächer geworden. Also Findest du, ja? ja, jetzt auch, wo es viel Graveyard Hate gibt, als Combo-Piece nicht mehr so stark. Und weiß nicht, ob man. Ja, Ja, ob der man. Power-Creep der Kreaturen geht natürlich immer weiter, ja? Jedes Set Ja, wird wenn für teurer. einen Mana mehr Seatrainer kriegt, dann denkt man halt immer so, naja. Ja, Also ich sind habe beide super oft. Karten, aber ich finde Kitchenfinks an sich ist immer noch eine geniale Karte einfach. Ist eine Karte, die zurückkommt, die Leben macht. Es ist ein. Der Buddy ist okay, ich meine 3-2 für 3. Ist eine Aber, es, Kreatur, mit der ich nie unzufrieden war, muss ich sagen. aber man greift ja selten an, eigentlich mit der Kitchen Things, oder? Also, es ist eher schon Echt? Ich greife immer an. ja, Ich greife nie an. sobald halt da irgendwas mit 2 Power auf dem Board liegt, will man irgendwie nicht so gerne angreifen, oder? Also, so gegen, ja, da will man halt manchmal eher so ein Loxodon-Smiter oder so für 3 Mana haben. Ja, aber also klar spielt man den Blatt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht mehr so lange dauert, wo man vielleicht dann überlegt, auch die Kitchen Links zu cutten oder so. Also ich habe schon öfter darüber nachgedacht und dann denkt man immer an den Live-Gain und an so Karten wie. Okay. Ja, also ich habe darüber schon nachgedacht. Ich bin jetzt auch. Immer kann man Ja. das cutten, ne? Klar, jeder hat so seine Präferenzen, sage ich mal. Und natürlich ist das Metagame auch immer unterschiedlich von Turnier zu Turnier. Aber Kitchenfinks war immer eine Karte, wo ich voll zufrieden war und wo ich sagen muss, sie ist einfach, ist eine runde Karte. Eine Karte, wo immer irgendwas macht. Egal, gegen wen man spielt. Okay, so. Es wird weiter gerammt. Wir sind schon bei Land Count ist 7, wenn ich richtig zähle. Mal gucken, was jetzt 7, was 8. da.
Okay, jetzt wird schon langsam gefährlich. Ja, ich glaube, Ob ich einen jetzt zu sehen Mountain. kann. Tom kennt einen Mountain, glaube ich, nicht von der Hand von Tobias. Also alles andere kennt er, glaube ich. So 5, 6, 7, 8, wenn er nicht so in ein Land zieht, sind es 9. Ah, da kommt er auch nicht mit Live gehen hin. Falls er denn Scape Shift topdecken sollte. Genau. Also Toms Plan ist ja einfach, so schnell wie möglich ihn zu besiegen, möglichst eine Two-Turn-Glocke zu präsentieren. Und das klappt auch ganz gut mit dem Butcher, oder? Ja, also wenn er jetzt Butcher spielt, ich gebe Butcher Haste, opfer die Boys. Weiß. Attack für 7, geht er auf 8, nicht so, und da habe ich lief. Ja. Hätte ich eh ja noch mit Burn auf der Hand. Aber er will ja auf jeden Fall eine Two-Turn-Clock haben. Er will Tobias hier nur ein Draw-Step geben. Greift an für Für vier. vier, Sp okay, und spielt dann noch die Kitchen-Twins, nehme ich an. Und kann dann nächste Runde mit der Kitchen Finks, der Voice, dem Scala und dem Butcher angreifen, weil er den Elfen opfert. Was auch ließe wäre, okay. Also er hat so oder so die Two-Turn-Clock. Vielleicht ein bisschen überraschender auf die Art und Weise. Und oben liegt ein Inquisition. Die kann er auch noch casten. Also kann er Inquisition casten, den Butcher legen und angreifen. Leider kein Scape Shift. Auch kein Tutor auf Scape Shift. Und auch kein, ja, keine Transmute-Karte. Aber er kann jetzt hier den Ramsway spielen. Oder der bringt, ich glaube, das die, der bringt zwei Länder Ja, ins Spiel, habe ich das ich spiele gemacht. jetzt hier den Ramp-Spell und counter ihn mir selbst mit dem Remand. Um noch eine Karte zu ziehen Um nur und eine so. Karte zu finden, ja. Ja, wenn es dann Scape Shift ist, dann hätte er auch noch Mana, um die zu casten. Ja, ist eine Überlegung wert. Aber er denkt vielleicht auch, er hat noch einen Zug, weil er hier Remand spielen kann. Und sein Richtig. Gegner hat 5 Mana. Er weiß natürlich nicht, dass Tom hier wieder Inquisition hat. Also ich, wenn ich Tom wäre, würde jetzt die Inquisition casten und den Butcher. Das macht er auch. Genau. Und dann den Elf of the Deep Shadows opfern, um dann anzugreifen, ne? Genau, schau mal, wie sieht's aus da drüben? Irgendwelche Counter? Oder das Token von der Voice opfern, wenn du einen bekommst. Ah, genau, ja. So. Tobias hat jetzt nicht, könnte, hätte jetzt hier auch die Inquisition remanden können? Ja, egal. Naja, ist Jetzt nicht. egal. Deckel drauf. Ja, schön. Also Tom gewinnt das Semifinale. Gut gemacht. Gratulation.